Servus zum neuen Video. Bei bestem Wetter, im Frühjahr geht es rund am Feld, aber wir haben tatsächlich jetzt schon relativ weit. Heute ist eigentlich so ein klassischer Tag, wo die Feldarbeit in der Pflegearbeit sich befindet. Aber ich habe Gott sei Dank trotzdem Zeit gefunden, wohin zu fahren. Ihr seht es im Hintergrund, die Südstärke. Zur Südstärke habe ich tatsächlich eine persönliche Verbindung. Mein Papa war hier im Aufsichtsrat, ich selber war Anbauer, wenn auch nur ganz, ganz kurz, habe aber noch ein Lieferrecht und verfolge eigentlich die Entwicklung der Südstärke einigermaßen gut. Und da war ich heuer im Winter zum Umschreiben da und war da beim Robert. Und wenn man schon einen YouTube-Kanal hat, haben wir gedacht, muss ich mal fragen, ob ich da rein darf, was ja nicht selbstverständlich ist, dass man in die Firma mit der Kamera rein darf. Aber wenn man gute Beziehungen hat und Leute hat, die ein Verständnis haben, dann darf man da rein. Insofern, Robert, danke schon mal an der Stelle, dass du das ermöglicht hast. Gern. Und vielleicht magst du unsere Zuschauer kurz sagen, wer du bist, was du magst. Genau, also wie du schon gesagt hast, im Dezember haben wir da zusammengekommen gewesen. Und dann haben wir irgendwie über das Gespräch haben wir dann draufgekommen, dass ich auch schon länger deinen YouTube-Kanal abonniert habe und deine Videos so schaue. Und dann hast du ihm gesagt, ja, es war eigentlich nicht schlecht, wenn wir ein bisschen von der Annahme und sowas filmen würden. Und irgendwie hat sich dann die Idee außerkristallisiert, dass wir gesagt haben, eigentlich war außerhalb der Kampagne auch mal ein Video interessant, dass man sieht, was in der Fabrik während der Kampagne gemacht wird, außerhalb der Kampagne gemacht wird, dass man sieht, die ganzen Wartungsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten, Überholungen und alles, genau. Ja, und dann bleibt halt nur die Frage, was tust du dann eigentlich in der Zeit? Was ich da tue, ja, wir machen natürlich auch ein bisschen was. Also wir da die ganzen Vorbereitungen machen für die nächste Kampagne, da wir die Verträge errichten. Also in der Rohstoffabteilung ist quasi der direkte Ansprechpartner für alle unsere Anbauer im Werk Sünsching. Und ja, haben wir da schon ein bisschen was zum tun. Also zusammengefasst, wer es nicht weiß, der Robert ist der, der alles abkriegt. Nämlich uns Bauern, die da anrufen und Lieferrechte hin und her schieben, Anbaumengen und so weiter. Also ich glaube, dein Job ist zwar am Schreibtisch, was bei schlechtem Wetter mal grundsätzlich positiv ist, aber schlechte Wetter, glaube ich, schlägt bei dir am Telefon auch einmal durch, wenn es sein. Man merkt es natürlich, ich glaube, wenn es schlechte Wetter ist, dann hat man Zeit für so Büroarbeiten, da haben wir vor die Landwirte und dann geht natürlich das mehr. Ja, genau. Dann steht neben dem Robert der Mich. Servus, jetzt wird wahrscheinlich jeder Manner, wenn der Mich dabei ist, das ist dann der Produktionsleiter Stärke, mir macht man da hinten irgendwelche Gnädel. Nein, ganz im Gegenteil, der Robert hat es angedeutet. Ich bin halt da nicht, um jetzt die Produktion von Stärke zu zeigen. Da gebe ich euch auch den Tipp, es gibt da ein paar Image-Videos im Internet, man findet einiges darüber. Ich will gar nicht was machen, was andere viel besser schon gemacht haben, sondern das Spannende heute ist, ihr werdet es sehen, wir haben jetzt nämlich in einer Abteilung, wo man normalerweise, wenn man mit dem Bulldog herkommt, nicht glaubt, was da los ist. Und mich dementsprechend, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und was du so treibst. Ja, servus, ich bin's der Mich. Und zwar, ich bin Instandhaltungsleiter bei der Südstärke. Und wir sind auch dazu zuständig, dass quasi zur Kampagne Beginn alles reibungsfrei läuft. Und dass die ganzen Landwirte, die da anliefern, da ein Zeich ohne Probleme abbringen, ohne dass es halt irgendwelche Komplikationen gibt. Dazu müssen wir natürlich unterm Jahr relativ viel leisten, die ganzen Maschinen und Anlagen überholen. Und da haben wir eine relativ schöne Werkstatt, wo wir die ganzen Sachen gut handeln können. Ja, und neben mir habe ich erfahren, der frischeste Meister, da gratuliere ich an der Stelle danke. Zum Meister, der Tobi. Der Tobi, habe ich gehört, ist von Anfang an da. Vielleicht, Tobi, magst du kurz erzählen? Ja, ich bin der Tobi, ich bin praktisch jetzt ein Mixer-Stellvertreter seit kurzem. Ich habe da gelernt, 2000 Jahre angefangen, habe eigentlich meine ganze Ausbildung, meine ganze berufliche Karriere da erlebt. Ja, wie gesagt, habe dann einen Meister gemacht, der ist zum Teil bezahlt worden, muss ich auch sagen, da gibt es eigentlich schon Aufstiegsmöglichkeiten in der Fabrik. Nur so schauen wir jetzt mal, was jetzt so weitergeht als Stellvertreter von Mich. Und an der Stelle, ich glaube, das ist mittlerweile auch so, Fachkräfte sind Mangelware. An der Stelle, glaube ich, darf man auch Werbung machen für die Südstärke und Ausbildungs Beruf und gleichzeitig dann auch übernommen werden und dann auch noch da bleiben, wenn man einen Meister gemacht hat, ist halt leider nicht mehr selbstverständlich. Aber was ich jetzt so festgestellt habe, beim ersten Durchgehen durch die Fabrik, es ist immer noch so, wie ich mir es erhofft habe. Es ist ein Betrieb, der sicher eine gewisse Größe erreicht hat, aber es ist immer noch eine Struktur, man kennt sie, man grüßt sie
Die Leute sind länger da und nicht nach zwei Jahren wieder weg. Aber liegt, glaube ich, halt auch ein bisschen an der Kultur, wie man sich untereinander benimmt. Und ich kann es euch sagen, ich habe jetzt die zwei erst kurz kennengelernt, aber man fühlt sich gleich ein bisschen heimisch da. Und ich kann mir vorstellen, am Land heraus ist Südstärke immer noch ein attraktiver Arbeitgeber, gerade wenn man vielleicht auch einen landwirtschaftlichen Background hat, ist das schon was Schönes, wenn man dann sieht, was aus unseren Produkten gemacht wird. Als Bauer fasst das ja meistens hin, kippst das ab und dann war es. Aber bei der Südstärke ist es ein wenig anders, da ist es ähnlich wie bei der Südzucker. Robert, die Südstärke gehört wem? Südstärke gehört die Bauern. Also es ist quasi eine Genossenschaft darunter. Und wie gesagt, jeder Anbauer hat quasi Anteile gezeichnet. Man kann auch Anteile, also quasi auch Vertragsmenge pachten. Aber letztendlich gehört der Großteil die Bauern. Ja, und ich bin nur mit einem kleinen Lieferrecht, wenn auch Verlies, dabei. Jetzt habe ich überlegt vorher, was könnte es mir gehören, wenn ich meinen Anteil ausrechne. Aber ich habe, glaube ich, nicht einmal das Verkehrsschüttel. Aber dabei bin ich. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Bei der Südzucker haben wir das ähnlich, in guten wie in schlechten Zeiten. Und gerade das Thema schlechte Zeiten ist in der Landwirtschaft ja immer wieder mal ein Thema, aus verschiedensten Gründen, politisch, Umwelt und was ich. Und da ist schon gut, wenn man sich beteiligt fühlt und dazugehörig fühlt. Und dementsprechend ist das eine Struktur, die ich jetzt persönlich für eine ganz gute Struktur halte. Aber jetzt hätte ich gesagt, jetzt habe ich schon wieder viel, viel geredet. Schauen wir uns einmal an. Was ihr treibt, gehen wir mal da hin, wo Funken fliegen, wo geschnitten wird, was euer Arbeitsplatz ist. Jetzt schauen wir mal als erstes mal bei uns in unserer Lagerhalle. Da haben wir die Lagerhalle momentan zweckentfremdet als Montagehalle. Da haben wir unsere Vakuumdrehfilter general sanieren. Das heißt, die haben komplett zerlegt worden und hergerichtet worden, neue Getriebe gemacht worden, Getriebereparatur, die ganzen Lagerstellen, alles neu gemacht. Und jetzt gerade können wir zuschauen, wir müssen mit dem Radlader wieder verheiraten, die ersten Komponenten. Das da drüben ist jetzt unsere Lagerhalle, wo wir eigentlich unser Material zwischenlagern. Und eigentlich ist unser Verantwortlicher für das, dass das wieder alles zusammenbauen wird. Ich habe jetzt quasi die ganze Maschine komplett zerlegt. Und weil wir da drüben den Platz haben, dass wir da unter Dach sauber arbeiten können, werden die da drüben wieder zusammenbauen. Und sobald die Maschinen da drüben dann komplett alle wieder zusammenbaut sind, werden sie dann erst in die Anlagen wieder integrieren. Und was macht die Maschine? Die Maschine zieht quasi, also wir produzieren die Stärke Milch sagen wir da dazu erst einmal. Und dann ziehen wir von der Milch das Wasser raus und dann bleibt praktisch die Stärke auf dem Mantel über das Vakuum hängen an der Maschine. Wird dann vom Mantel mit dem Messer wieder abgeschnitten und somit hat man dann quasi die Stärke von der Wassergetreide. Man muss dann bloß nochmal nachtrocknen, das wird dann halt über heiße Luft, sagen wir jetzt mal, nochmal nachtrocknen und dann kommt es so fertig ins Ziel. Steht dabei quasi komplett unter Vakuum. Da kommt außen auf die Trommel nur ein Siebbelag drauf, dass quasi das ganze Vakuum sich gleichmäßig auf die Siebgewebe entfalten kann. Und dann zieht die Stärkekorn ohne und wird quasi mit aufgezogen. Also wir gehen jetzt weiter in unsere Instandhaltung. Das ist eigentlich eine ziemlich neue Werkstatt. Da findet unsere Ausbildung statt für die Lehrbuben. Unsere Schlosser und Industriemechaniker dann da Getriebe warten, Motoren instand setzen, schweißen, drehen, fräsen, alles was zum Feinwerkmechaniker und Industriemechaniker dazugehört. Was wir jetzt hier sehen, ist unser Plasmagerät. Unser Lehrling, der Jan, der hat das Gerät programmiert. Und jetzt sehen wir einen kurzen Ablauf von der Flanschplatte, wie das Gerät arbeitet.
Stützen sauber davor halten. Danke, dass ich auch in die Heiligenhallen eingeschaut habe. Okay. War natürlich auch interessant, wenn da mehr los ist. Insofern mache ich da schon einen kleinen Ausblick. Vielleicht schaue ich nochmal vorbei. Tobi, dir danke. Man merkt, du magst das gern. Du bist mit Herzblut dabei. So was ist immer schön, wenn man das merkt, dass die Jungen anschauen und dass die eine Leidenschaft dafür haben. Aber ich glaube, ein Grund dafür steht da. Das ist der Werkstattchef, wenn der dahinter ist, an der Stelle auch. Danke, dass du Zeit genommen hast. Ja, nicht zu danken. Jederzeit gerne wieder, gell? Sehr viel eingeladen. Das Filmer wissen vielleicht viel nicht. Das ist ein Aufwand, nicht für den Filmer, sondern die müssen warten, bis die Maschine anschalten. Die müssen das alles einrichten. Das sieht man in den Filmen immer nicht. Ich habe den jetzt schon einen halben Arbeitstag aus den Lippen geschnitten. Ihr habt es nicht mitgekriegt. Aber die hätten sich zuteilen können, weil in der Zeit dann auch Leute da waren, die was wollten und die was braucht haben. Und trotzdem haben sie sich für mich Zeit gemacht. Danke damit auch. Ja, und auch, ich hoffe, hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn es halber so interessant gefunden habt wie ich, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt. Stärke Kartoffel wird aus Metall hergestellt, aus Schweißnähten, aus Laser, Plasmaschneider. Aus Drehbänken, also man glaubt gar nicht, wo es da alles dran hängt, dass so ein Betrieb am Laufen ist. Insofern war es für mich wieder ein ganz neuer Einblick und sehr spannend. Euch wünsche ich eine schöne Woche, danke fürs Zuschauen, bis demnächst, Servus. Servus. Ja.